sie dann ihre Töchter zum ersten Mal sehen können. In der Zwischenzeit hatten sie es auch immer wieder versucht, Kontakt mit den Kindern zu bekommen. Da war ihnen teilweise auch Kontakt angeboten worden, zum Beispiel Pfingstwochenende. Das wurde aber vom Vater unterlaufen, der die Kinder nicht herausgab und anschließend log, es hätte an ihnen gelegen, sie hätten die Kinder nicht abholen wollen. Richtig, ja. Das Zitat der Vater kam mit allen Lügen durch. Es war für sie zu dem Zeitpunkt und auch für neutrale Dritte keine Frage mehr, dass er mit Jugendamt und Richter unter einer Decke steckte. Dann bekam sie aber die Möglichkeit, ihre Kinder wieder zu sehen, eben an diesem 25. Juli 2014. Erzählen Sie bitte mal, wie sich das darstellte, wie das anfing und wie das verlief. Ja, ein paar Tage zuvor rief die Frau Renate Lommel mich an und vom Kinderschutzbund Minden und teilte mir mit, dass ein Treffen mit meinen Kindern A und L stattfinden würde. Und zwar in der Fußgängerzone in Lübbecke. Daraufhin fragte ich, ob man das Treffen nicht ein bisschen geschlossener halten könnte, nicht in der Öffentlichkeit, wo da dann nach so langer Zeit, wo auch tiefe Emotionen mit eine Rolle spielen. Und daraufhin sagte sie dann, ja, dann, wenn mir das nicht recht wäre, dann würde sie das Ganze, den ganzen Umgang verweigern. Also sie könnte das auch alles platzen lassen. Daraufhin antwortete ich dann, nein, nein, dann nehme ich das an. Und dann findet das Treffen halt dann eben in Lübbecke in der Fußgängerzone statt. Frau Baske, wenn jemand im Kinderschutzbund tätig ist, erwartet man von ihm doch eigentlich, dass er irgendwie auch, ich sage mal, Gefühle hat. Dass er also nicht gefühlskalt ist, sondern eher gefühlswarm ist, dass er also auch irgendwo Verständnis hat für die emotionalen Lagen anderer. Wie ist es bei Ihnen angekommen, wie die Renate Lommel sich da verhalten hat? Also sehr kaltschnäuzig, teilweise auch aggressiv, teilweise überheblich. Also das war so ein Paket aus, wo ich gedacht habe, diese Person passt überhaupt nicht in die, so eine Position, wo man mit Kindern zu tun hat. Wo ich eher das Gefühl hatte, sie missbraucht ihr Amt, also ihre Macht. Und das hat sich dann auch nachher im tiefsten Innern bei mir auch bestätigt, weil Lisa bei diesem Treffen sehr freudestrahlend auf mich zukam. Mit gespreizten Armen lief sie mir entgegen, freute sich sichtlich und sagte, Mama, ich will bei dir, ich will mit dir nach Hause fahren. Und es wurde vollkommen von der Renate Lommel ignoriert. Das heißt, die Gefühle dieser kleinen L, sag ich mal, ja, weil Datenschutzgründe dagegen sprechen könnten, dass wir die vollen Namen nennen, waren dieser Frau, die in leitender Position, glaube ich, sogar beim Kinderschutzbund Minden tätig ist, absolut egal? Es war ihr absolut egal. Mhm. Also für mich war auch relativ schnell ersichtlich, dass sie mit diesem System oder in dieser Seilschaft Lübbecke mit drin hing. Mhm. Das war für mich deutlich erkennbar. Woran haben Sie das festgemacht? Nur daran, dass Sie, ich sage mal, eigentlich hört sich das alles so an, dass man in der Situation schon hätte sagen müssen, um Himmels Willen, gebt das kleine Kind wieder der Mutter zurück. Ja, ja, hätte ein normal denkender Mensch hätte darauf sofort reagiert. Mhm. Es war zum Beispiel, wenn ich das kurz sagen darf, ein Fall, das war auch ein begleiteter Umgang mit Renate Lommel. Und da hatte meine jüngste Tochter blaue Flecke an den Beinen. Einige. Und da habe ich gesagt, El, wo hast du denn die blauen Flecke her, so viel?
Und da sagte meine Tochter, ja, das hätte Papa gemacht. Ich sag, wie ist das denn passiert? Daraufhin grinste Frau Lommel und ging rein in dieses Gebäude vom Kinderschutzbund Simeonskarree. Wurde vollkommen ignoriert. Das und hört sich eher nach einer Sadistin an, als nach einer Kinderfreundin. Absolut. Das war Ihr Eindruck durch das Verhalten, das die Frau Lommel in solchen Lagen gezeigt hat? Das war kein normales Verhalten. Also so reagiert kein normaler Mensch. Sie würden also knapp sagen,